Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem heutigen Projekt. Wir haben etwas Neues bei unserem Sortiment und das möchte ich euch direkt in einem Projekt vorstellen. Und zwar sind das diese getrockneten Blumen. Ihr könnt die für alle möglichen Projekte benutzen. Die sind komplett wasserfrei, also ihr könnt die auch mit Resin-Projekten benutzen oder für eventuelle Stillleben zum Aufkleben. Ich benutze diese in Verbindung mit allem. Ich habe vor, eine Leinwand zu benutzen, natürlich auch von uns. Dort machen wir gleich einen eher schnellen Hintergrund, etwas abstrakt. Benutzen dann unsere Fleury-Strukturpaste, werden diese mit den Acrylfarben etwas einfärben und damit eine Vase im 3D-Look erzeugen und dann die Blumen quasi in die Vase stellen oder aufkleben, damit es so aussieht, als ob sie in der Vase stehen. Ganz zum Schluss ist dann der Plan, das mit einer Schicht Resin zu überziehen, um das Ganze zu versiegeln. Und da zeige ich euch auch noch eine Möglichkeit, was man mit Resin machen kann, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Also viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ihr bekommt viele Ideen, was ihr vielleicht selbst ausprobieren möchtet. Legen wir erstmal los. Ein Leinwand auspacken ist jedes Mal wie Weihnachten. Es hat immer etwas total Schönes für mich und dann die weiße Leinwand immer was total Erschreckendes. Geht es euch zum Beispiel auch so? Es gibt ja so einen Spruch, dass es für Künstler nichts Beängstigerendes gibt als eine weiße Leinwand. Ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen. Für den Hintergrund habe ich mich entschieden, zwei relativ helle Farben zu benutzen. Das ist einmal so ein Minzgrün und einmal ein Kyolinblau. Die werde ich, wie gesagt, nur sehr dünn benutzen, damit der Hintergrund nicht komplett weiß bleibt. Das Ganze wird auch ein Stück weit abstrakt werden. Und damit der Farbauftrag einfach geht, mache ich die Leinwand jetzt erstmal kurz nass. Und mache dann nur ein wenig Farbe auf die Leinwand. Benutze den Pinsel und verteile die. Das könnt ihr dann so oft machen, bis ihr die, ich sag mal, Farbstärke habt, die ihr euch wünscht, die ihr gern haben möchtet. Für mich soll das eher dezent im Hintergrund bleiben, also nicht zu sehr an den Vordergrund treten, was den Kontrast angeht. Und da reicht das eventuell sogar schon aus. Das Blau soll am Ende noch ein paar mehr Akzente mit reinbringen. Ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Und ihr könnt das für euch beurteilen, ob das gut war oder nicht. So, nochmal sehen. Haben wir vielleicht eventuell den Wasserfarben-Look mit Acrylfarbe? Ich habe natürlich meinen Arbeitsplatz jetzt auch richtig schön eingesaut damit. Das lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Strukturpaste und färben die schon mal ein. Für die von euch, die noch nicht kennen sollten, die ist farblos, kann also sehr einfach mit Acrylfarben eingefärbt werden. Dazu nehme ich mir dann einfach ein bisschen was aus der Dose. Ich kann immer nicht einschätzen, wie viel man davon am Ende wirklich braucht. Deswegen, wenn ihr auch zu viel anmischen solltet und es nicht eintrocknen lassen möchtet, man kann das in jedes Gefäß tun, was verschließbar ist. Dann bleibt das Ganze frisch und ihr könnt es für andere Projekte auch noch mit benutzen. Ich habe mich entschieden, etwas Gold mit reinzunehmen, damit das Ganze so ein bisschen einen, nennen wir es mal herbstlichen Charakter bekommt. Da die Strohblumen ja auch so ein bisschen Deko für die Herbstzeit sind. So. Und die Hauptfarbe soll ein Lila werden. Ich wollte an sich etwas Dunkles. Man könnte jetzt zum Beispiel auch Braun benutzen, wenn man die Vase braun haben möchte.
Aber ich dachte, ein Lila ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, damit es nicht so trist wirkt am Ende. Aber da könnt ihr euch natürlich auch wieder komplett austoben, wie ihr das möchtet. Das Lila selbst, dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen zu grell und wirkt dann zu dominant. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Metallic Schwarz mit rein. Oder genau heißt es Anthrazit Metallic. Das dunkelt das Ganze ein bisschen ab und gibt nur so einen leichten Glanz dazu. Und ihr müsst das Ganze auch nicht komplett verrühren. Also ihr könnt das so ein bisschen unstet auch belassen, auch hier mit dem Gold. Denn der Glanz geht ein bisschen verloren, wenn ihr das in die Paste reinmischt. Das heißt, wenn ihr noch Spuren von der Acrylfarbe habt, die dann oben drüber liegen, hilft euch das dann am Ende ein bisschen mehr Abwechslung auf dem Bild selber zu haben. Und auch so ein paar Glanzeffekte noch mit dazu. So, bauen wir uns mal eine Vase. Fertig sind, kommt es zum nächsten Schritt und das sind unsere Blümchen. Falls sich jemand wundert, nein, das ist kein Plastik, die sind alle wirklich echt und gepresst und konserviert. Das heißt, die sind haltbar gemacht und können sofort direkt drauf benutzt werden, auch die Blumen selber. Wie ihr die darauf befestigt, ist mehr oder weniger wieder komplett euch überlassen. Ob ihr Leim nehmen möchtet, ob ihr vielleicht sogar Resin schon benutzt oder ob ihr PVA-Leim nehmt, oder die klassische Heißklebepistole, was immer ihr möchtet, womit ihr am besten klarkommt. Ich würde jetzt hier einfach mal ein bisschen PVA-Leim drauf machen, damit ich nicht alles einzeln anleimen, ankleben muss. Und verteile dann alles, wie ich das möchte oder mir vorstelle, hoffentlich, hier auf meiner Vase. Wichtig dabei, vom Hintergrund in den Vordergrund arbeiten. Also alles, was ihr im Hintergrund und größer sein wird, zuerst aufbringen und später dann die einzelnen Blüten, damit die im Vordergrund sind. Ihr könnt dann zwar immer noch irgendwas zwischen reinstecken am Ende, aber so geht es, würde ich denken, bald einfacher. Also gerade wenn ihr solche feinen Blüten, die ihr so im Hintergrund stehen habt, die würde ich dann eher am Anfang mit reinbringen. Und dann alles andere darüber legen. So, da es da vielen nicht allzu viel zu sagen gibt, spiele ich euch einfach ein bisschen Musik ein, lasse euch zuschauen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr es ähnlich gemacht hättet oder ob ihr einen komplett anderen Weg eingeschlagen werdet. Also, bis nachher! Thank you.
So, da sind wir wieder drei Tage ungefähr später. Alles ist schön trocken, auch die Strukturpaste ist schön fest. Und eigentlich könnte man jetzt schon sagen, es ist fertig. Also ihr könnt das Ganze jetzt auch hinhängen, hinstellen. Das hält zusammen. Hält jetzt natürlich keine größeren Stürme aus. Aber hält soweit alles zusammen. Also könnte man jetzt so fertig nennen. Ihr habt jetzt allerdings wieder einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wenn ihr den Resin-Look haben möchtet, wie anfangs schon angesprochen, könntet ihr jetzt über die ganze Fläche Resin geben. Natürlich nicht als Block so hoch, das ist dann nicht ganz so ideal. Aber ihr könntet überall Resin drüber geben, dann wird das Ganze halt ja, wie ein Glas-Finish am Ende, wenn euch das gefällt. Ich persönlich finde das eher mattere Finish in diesem Fall hier besser, möchte aber die Blumen gerne noch ein bisschen mehr fixieren. Das heißt, ich würde jetzt einfach etwas von unserem Fleury Firnis benutzen und würde das über die Leinwand geben und auch so schütten, dass es unter die Blumen läuft. Das heißt, es klebt das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Leinwand drauf. Selbes Prinzip würde auch mit dem Resin funktionieren. Das heißt, ihr mischt euer Resin an, wie ihr es gewohnt seid, macht es vielleicht ein bisschen wärmer in einem Wasserbad, damit es wirklich schön flüssig ist. Gebt es auf die Leinwand, wie ich auch gleich das Firnis darauf geben werde, und lasst es drüber laufen, dass es unter die Blumen läuft. Ihr könnt auch mit einem Pinsel über die Blumen gehen und das Resin komplett überall verteilen. Das werde ich euch dann auf der kleinen Variante zeigen, wie das dann aussieht. Ist am Ende eine Geschmackssache, denn dann glänzen natürlich auch die ganzen Blumen, muss man wollen. Ne? Fangen wir aber erstmal an mit der Firnis-Variante und hören uns dann wieder, wenn ich das Ganze mit dem Resin auf dem Kleinen versuche. So, das geht an sich relativ schnell. Unser Firnis habe ich hier in diesem Fall etwas dünner gemacht. Das ist im Normalfall ein bisschen dicker. Einfach etwas Wasser mit dazu packen und dann wird das Ganze schön dünnflüssig, lässt sich auch wirklich gut verteilen. Und wenn man sieht, dass es unter die Blumen gelaufen ist, kann man auch schon aufhören zu schütten und verteilt dann den Rest direkt auf der Leinwand, damit alles bedeckt ist und man ja keine glänzenden, nicht glänzenden Bereiche hat. Und auch wenn das Firnis dann unter den Blumen etwas dicker ist, macht das nichts aus. Das trocknet dann klar auf, ist in den ersten Stunden, je nachdem wie dick das Ganze ist, noch milchig. Aber trocknet dann, wie gesagt, klar. Man könnte jetzt, wenn man das wollte, auch noch Glitter oder ähnliches mit drauf geben. Oder würde man das Ganze mit Resin machen, auch Resin-Pigmente noch mit reinmachen, wenn man noch Farbakzente ringsrum haben möchte. Oder man anfangs vielleicht keinen Hintergrund gemalt hat, wie jetzt das Blau in diesem Falle. Alle Optionen stehen dann natürlich offen, wie bei jedem anderen Projekt auch. Ich persönlich habe mich jetzt hier gegen die Resin-Finish-Variante entschieden, weil ich nicht wollte, dass wirklich jetzt alles komplett hochglanz wird. Nennen wir es mal am besten so. Es sollte so ein bisschen matt bleiben und auch die Blumen, finde ich, machen einen besseren Eindruck, wenn sie nicht glänzen. Genauso gut auch die, sind das Eicheln oder sowas, hier unten ohne der Blume. Aber wie gesagt, ist komplett euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Und wie euch das am Ende auch am besten gefällt. Oder wie es zu eurer Einrichtung passt. So, wie gesagt, die Variante mit dem Fleury Firnis. Und dann stellen wir das jetzt erstmal zur Seite und lassen das in Ruhe trocknen. Das kann jetzt gern bis morgen erstmal so stehen bleiben. Und wir kümmern uns um den Junior. Und ich zeige euch die Variante mit dem Resin. Das heißt, wir mischen unser Resin an. Dafür kann ich wieder unsere kleine Waage nehmen. Wer die noch nicht kennen sollte, gibt es bei uns auf der Homepage. Ist sehr praktisch, gerade bei kleineren Abmessungen. So. Dann verrühren wir das Ganze. Und die Findigen von euch werden jetzt sofort feststellen, das ist doch viel zu viel für das kleine Bild. Habt ihr recht. Nehme ich dann gleich für ein zweites Projekt, für ein anderes Video, was auch noch bald kommt. Und da muss ich nur einmal mischen.
Wie ihr jetzt seht, ist unser Resin auch relativ kalt, denn es wird Herbst und hier im Studio ist es ziemlich kalt. Das heißt, es ist relativ dickflüssig und bildet beim Umrühren auch relativ viele Blasen. Das heißt, ich werde es gleich, wenn alles verrührt ist, nochmal kurz in ein Wasserbad stellen, damit das Ganze schön warm und dünnflüssig wird und die ganzen Bläschen noch schon anfangen, nach oben zu steigen und rauszugehen. Da habe ich das ganze Problem dann später nicht, wenn ich mit dem Brenner drüber gehe, dass irgendwelche Bläschen sich einfach nicht auflösen wollen. Wichtig, wenn ihr Wasserbäder macht, aufpassen, dass kein Wasser in das Resin kommt. Die beiden vertragen sich nicht wirklich gut. Also da sicherstellen, dass das wirklich alles schön trocken bleibt. So, das waren jetzt ungefähr 10 Minuten Wasserbad. Das Ganze ist jetzt also schön flüssig geworden. Und was ihr dann braucht, ist ein alter Pinsel. Am besten auch nicht euer Lieblingspinsel, denn der wird danach nicht wieder verwendbar sein. Wenn ich solche Projekte mache, hebe ich die Pinsel dann trotzdem auf und benutze sie als Rührstab oder ähnliches. Also alles so oft wiederverwerten, wie es nur geht. Und dann geht man mit dem Resin prinzipiell einfach über alle Stellen drüber. Kann man natürlich auch ein bisschen schütten. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr Resin über die Blümchen schüttet, wird das Ganze dann Luftbläschen bilden. Das heißt, hierfür ist dann entsprechend der Pinsel da, um alles schön zu verteilen. Sollte auch nicht zu dick draufstehen, am besten, damit es nicht unnatürlich aussieht. Oder aber ihr wollt das Ganze vielleicht ein bisschen anderen Look geben und könnt auch nur, wie Resin-Tropfen drauf machen. Das sieht dann so ein bisschen aus, wenn es getrocknet ist oder fest geworden ist, wie Wassertropfen. Kann man machen, gibt viele verschiedene Möglichkeiten, tobt euch da aus, experimentiert, was euch am besten gefällt, welchen Look ihr am besten findet für euer Projekt und ja, dann legt einfach los. So, das war es im Prinzip auch schon gewesen. Ich lasse jetzt alles in Ruhe trocknen und aushärten, zeige euch dann morgen, wie alles geworden ist und ihr könnt euch dann überlegen, welche Variante für euch die bessere ist. So, hier haben wir jetzt beide Varianten. Fangen wir an mit der kleinen, die ich mit Resin versiegelt habe. War ein Schnelldurchlauf, also nicht komplett Mühe gegeben, dass wirklich alles bedeckt ist. Wir haben hier mini kleine Löcher drin, wo das Resin nicht hingekommen ist oder zusammengelaufen ist. Nicht weiter schlimm, aber ihr seht zumindest hier, wie sehr alles dann glänzt. Sieht eben aus wie glasiert oder wie kandierte Blüten in der Richtung. Ist wie gesagt Geschmackssache. Es hält auf jeden Fall alles sehr gut zusammen. Es ist abwischbar. Man kann es quasi kurz unter Wasser halten, um von Staub zu befreien, wenn es jetzt länger an der Wand gehangen hat. Und ja, sonst ein schönes Ergebnis, würde ich sagen. Wem dieser Hochglanzlook nicht gefällt, sollte auch auf die Variante mit dem Firnis gehen. Ich habe jetzt hier von uns nur das Gloss-Firnis benutzt. Das heißt, es glänzt auch ein wenig. Wer das nicht möchte, kann immer noch einen Seitenmatt- oder Matt-Firnis benutzen. Da wird es dann alles etwas matter. Aber man hat nicht diesen Hochglanz-Resin-Effekt. Ich persönlich finde den ansprechender. Wie gesagt, nehmt die Variante, die euch gefällt. Vom Ablauf her ist beides ungefähr gleich. Aber es würde mich interessieren, welche Variante euch besser gefällt. Schreibt uns in die Kommentare, auch falls ihr Fragen haben solltet. Ansonsten würde ich ja furchtbar gerne sehen, was ihr für Ideen mit den Blüten habt. Also ob das so eine Richtung geht, die euch gefällt, ob ihr noch komplett andere Ideen damit habt. Lasst mich auch wissen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat oder euch vielleicht inspiriert hat. Und abonniert den Kanal, damit ihr auch zukünftige Videos nicht verpasst. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!